So, willkommen zurück bei Pharao Folge 3. Weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben die ersten vier Missionen durch. Jetzt kommen wir zu Mission 5, Man Nefer. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich hatte das ja schon mal gesagt, ganz klar und offen am Anfang, dass ich Pharao selber nie gespielt habe und ich dementsprechend sehr gespannt bin, was jetzt als nächstes passiert. Aber ich merke jetzt schon, umso mehr ich das Spiel spiele, umso mehr lerne ich auch irgendwie so ein bisschen über die ägyptische Hintergrundgeschichte, über die ganze Zivilisation nochmal. So, Siegbedingungen: Kulturwertung 15, Monumentewert von 5, Königreichwertung von irgendwas babingt hier. Egal. Wohlstandwertung von 20, okay. Bevölkerung 1500. Geräumige Wohnhäuser. Okay. Dann wollen wir mal. Mission 5. Ja, die letzten beiden Missionen haben viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Jetzt auch mit dem Ackerbau, der jetzt dazu gekommen ist. Ich bin gespannt, was kommt. Nach langem Kampf hat König Aha sein Ziel erreicht und die beiden Königreiche Unter- und Oberägypten vereinigt. Nun hat er sich zum Pharao über ganz Ägypten ernannt. Als Zeichen seiner absoluten Souveränität und zur Festigung der ersten ägyptischen Dynastie hat Aha die Gründung einer imposanten Hauptstadt bei Mennefer angeordnet. Von hier aus will er seine aufstrebende Nation regieren. Da ihre Familie dem Land bereits seit vielen Generationen treue Dienste leistet, hat der Pharao sie als Architekten dieser herrlichen Stadt auserkoren. Da die Hauptstadt das Symbol des Königreichs selbst ist, sollen die Bürger hier einen nie gekannten Lebensstandard genießen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie im Laufe der Zeit Handelsbeziehungen mit anderen Städten des Reichs aufnehmen und zumindest einem Teil der Bevölkerung bessere Bildungsmöglichkeiten eröffnen. Darüber hinaus müssen sie eine geweihte Masterbar für die Adligen der Stadt errichten. Okay. Die Ufer des Nil. Beginnen Sie mit der Planung von Wohn- und Industriegebieten. Inzwischen wissen Sie, was die Menschen zusätzlich zu den Grundbedürfnissen nach Nahrung, Wissen, Wasser benötigen. Sie müssen einige Häuser mit Töpferwaren, Bier, Unterhaltung und Zugang zu religiösen Dienstleistungen ausstatten, bevor Sie über höhere Bildung und Handel nachdenken können. Da Sie in diesem Tutorial gelernt haben, wie Drehplätze funktionieren, können Sie nun in den Optionen zum globalen Arbeitenpool wechseln. Dadurch erhält jedes Gebäude, das mit einer Straße verbunden ist, automatisch Zugang zu Arbeitern. Dies ist zwar eine große Neuerung im Vergleich zum ursprünglichen Pharao, doch diese Option macht das Spiel zugänglicher und sorgt für mehr Spaß. Okay. So, Pause. Ah, ja. Okay. Ah, okay. Nil. Oh, shit. Hier, Papyrus kann ich da. Da ist das Sumpfgebiet. Das ist super. Das auch. Ah, schön. Ich würde hier den Wohnkomplex zentral errichten, während es hier oben zum Ackerbereich geht. Hier unten kommt die Papyrusindustrie hin. Okay, was haben wir noch auf der Karte? Ja, man könnte auch da ein Wohngebiet machen, aber dann sind die Wanderwege zu lang. Na gut, fangen wir mal an mit der Planung. Oh, die ersten spielen schon Sons of the Forest. Cool. So, wie fange ich an? Wie fange ich an? Zibun brauche ich nicht. Dafür können Zisternen arbeiten. Arztpraxis, okay. Oh, schwierig. Ja, fangen wir erstmal mit Lebensmittelindustrie an. So.
Ja, nicht an der Straße dran. So. Fangen wir an mit den Lebensmitteln. Dann brauchen wir dafür natürlich auch ein Arbeitslager. Das kommt dahin. Und dort in die Nähe kommen dann auch die Silos. So, Silo. Hier unten soll der Hauptwohnbereich entstehen. Momente kommen später. Hier kann ich überall Ziehbrunnen. Fangen wir das mal hier an. Ja. So. Sag mal, stellen sich die Sounds immer wieder zurück, habe ich das Gefühl. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass so jedes Mal irgendwie... Geh auch mal in der Gesamtlautstärke auf 70 runter. Da. Immer wieder das Gefühl, dass der Sound irgendwie entweder sich zurücksetzt oder... Ganz kurios. So. Muss man. Ah, nee. Dienstleistungen kommen gleich. Ja, Versorgung. Bazar. Ja. Dienstleistung. Eine Arztpraxis. So. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist doch ein bisschen kleiner. So, dann lassen wir das doch mal anfangen zu laufen. Gibt es schon die ersten Zuwanderer irgendwo aus irgendeiner Richtung? Ah ja, da oben. Ah, da kommen sie ja. Sehr schön. Ja, da brauchst du eigentlich nicht hinrennen. So, worüber wir auch schon mal nachdenken können, ist Unterhaltung. Eine Tanzbühne beispielsweise. Was ist düster hier? Licht. Eine kleine Unterhaltungsbühne könnte ich da hinsetzen. Nee, will ich das?
Wir müssen erstmal so noch ein paar andere Sachen kümmern. Hier kommt noch ein Architektbüro hin und Feuer. Sicherheitshalber. Arztpraxis, Apotheke brauche ich erstmal nicht. Der Arzt deckt das, glaube ich, soweit alles ab. Nachlager, ganz dringend. Die müssen relativ zeitnah gebaut werden. Wie gesagt, einen Industriekomplex will ich dann hier in die Richtung ausbauen. Also Produktion, genau, Lehmgruben. Produktion, Töpferwaren da. Größer als erwartet. Na, kommt dahin. Zuwandern hier, damit die Wirtschaft auch in Gang kommt. Und die suchen ja jetzt gerade nach Arbeitern, aber hier wohnt ja noch keiner. So, jetzt fangen sie an, hier sich niederzulassen. Das ist gut. Kommt, Familien. Werde Teil unserer kleinen Pharaonengesellschaft Mennefer. Wie hoch ist die aktuelle Arbeitslosigkeit? 52%. Ja, dann legt mal los mit der Arbeit. Als nächstes. Ja, gucken wir erstmal nach der Unterhaltung. Ah, da. Würde ich den so anlegen. Ja. Jonglierschule. Musiker werden hier ausgebildet. Und Jonglierer da. Religion. Wir haben drei Götter. Okay. Ein Schrein hier. Ein Schrein des Osiris da. Und wen haben wir hier noch? Ein Schrein des Pfad. Da hinten hin mit Gärten vollgestopft. Kann ich da die Straße nicht machen. So.
Ich hoffe, ihr findet Arbeiter. Okay. Aber irgendwie geht mir keiner auf die Felder. Ah, eine Form der primitivsten Form der Wasserversorgung. Dann würde ich hier noch mal eine Zisterne bauen. Ja. Sehr schön. Wasserversorgung hier hat auch eingesetzt. Könnte ich das da auch noch mal um Häuser erweitern? War ich hier noch eine Straße? Bis dahin. Nahrungsmittel fehlen. Sind auf jeden Fall schon mal welche Lehm am Abbauen. Das ist schon mal ganz gut. Das Warenlager ist besetzt, das Silo ist noch nicht besetzt. Die müssen halt jetzt gerade irgendwie alle herangekarrt werden, die Leute. Der Straßenzugang hat sich ja geklärt. Jetzt hat ja alles einen Zugang zu einer Straße. Ein Tempel des Osiris. Und noch mal ein Tempel vom Bastet hier unten hin. Ja, flankiert zu den Seiten mit Tempeln. Erreichen Sie geräumige Wohnhäuser. Ja, ist gerade irgendwie ein bisschen schwierig aufgrund scheinbar der Arbeitslage. Es wohnen keine Arbeitskräfte in der Nähe. Ach du Scheiße. Ah, ich glaube, ich kann das nochmal neu starten. Fuck. Oder ich baue hier nochmal so eine kleine Siedlung hin. Ja. Ich baue hier nochmal so eine Miniatursiedlung hin. So, dann macht. Die Zisterne. Nein. Da.
Ahasa. Oh, da könnte ich, weiß jetzt, was da hinkommt. Eine Wache. Nein. Nidometer-Vorhersage. Eine hervorragende Überschwemmung. Schön. Das ist toll. So, die äußeren Stadtbezirke werden jetzt bezogen. Das heißt, ich habe eine Hauptkernstadt und eine Vorstadt, wo die ganzen Arbeiter leben. Aber die kriegen auch Schreine. Das ist das Mindeste. Ein Schrein des Osiris. Ein schreiendes Part. So. Nicht schön, aber selten. Dann ist es so gesehen hier eine eine kleine Stadt, die sich in sich geschlossen versorgt und kümmert, während hier die Hauptstadt durch die Kleinstadt versorgt wird. Ich muss trotzdem dafür sorgen, dass die da Unterhaltung bekommen. Deswegen. Ich habe hier eine Jongleurschule, ne? Dann muss es noch mal so ein Platz. Musik ist nebenbei super. Ich finde den Soundtrack des Spiels so genial. Wir können uns auch nach hier hin ausbreiten. Schön, wir haben tapfer waren, aber wir haben kein Essen. Na, endlich der Erste, der arbeiten geht. Himmel. Wie viel habe ich denn da? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bräuchte eigentlich noch ein Arbeitslager. Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel bringt, wenn ich da Unterhaltung hinbaue. Ich könnte da einen Weg anlegen. Können wir da noch ein paar Gärten machen. Damit die Ecke gleich ein bisschen schöner wird. Ist nur die Frage, ah doch, da kommt ein Jongleur. Die Frage, kümmern sich auch der andere Bazar darum, dass Lebensmittel da ankommen? Oder kümmert man sich jetzt nur für diesen Bazar darum?
Ah gut, okay, die gehen jetzt gerade zu dem anderen Basar runter. Na bitte, die ersten entwickeln sich weiter, weil sie alles hier vorne gerade schon drumherum bekommen in Hülle und Fülle. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier nochmal ein Basar gebaut werden muss, weil der nicht nah genug ist. Das kann ich ja mal eben schauen. Moment. Gab es doch diese Ansicht. Wasser, nein, Unterhaltung. Unterhaltung kann ich auch mal gucken. Alles. Abgedeckt. Abgedeckt scheinbar. Ja. Gut. Risiko. Nein. Religion. Alles. Okay, wir müssen noch einen Tempel errichten, auf jeden Fall. Weiter hier oben. Ich werde wahrscheinlich hier nochmal einen Tempel errichten. Von Sid. Wow, Set gibt es. Gesundheit, alles. Ja, klar, die haben einen Arzt. Ich habe hier oben noch keinen Arzt hingesetzt. Der kommt da jetzt als nächstes hin. Gut, okay. Dienstleistungen. Wir brauchen noch einen Arzt. Da, neben den Töpferwaren. Oder da. Da. Was ist mit euch denn? Ich habe gehört, dass ihr jede Arbeit finden kann, der Arbeit sucht. Ja. Schön. Wir suchen. Es werden sogar noch 4 Arbeiter benötigt. Wir haben keine Arbeitslosigkeit. So. Es ist gerade nichts zu essen. Da ist also das Problem. Dann werde ich nach dahin oben nochmal die Küche Epsen Plantagen erweitern. Ich werde das jetzt ein bisschen nach unten versetzen. Wir brauchen nämlich noch mehr Essen. Unsere Bevölkerung ist ein wenig hungrig. Und da ich ein großer Freund von Osiris bin, der die Feldarbeit schätzt, möchte ich gerne noch einen Tempel des Osiris haben. Sehr schön. Könnten hier auch noch ein bisschen dann hinbauen. Werden immer noch 1% Arbeitslosigkeit. Ist gering. So, Gerste. Geplante Wirtschaft hier. Nochmal einer Wasser. Dann bin ich das da mit. Ne, mit dem nicht. Das sieht nicht so schön aus. Machen wir da noch einen Weg zwischen. So. Dann haben wir auch Gerste. Bedeutet, wir können jetzt demnächst anfangen in der Produktion. Brauereien zu bauen.
nehmen leider dem Gebiet ein bisschen Charme. Vielleicht setze ich die auch nochmal um. Ja. Dann mache ich die auf die andere Straßenseite. So. Produktion. Was hatte ich da? Zwei Töpfereien. Und zwei Brauereien wollte ich haben. Immer noch nicht genug Lebensmittel. Naja, zumindest arbeiten jetzt alle. Was zur Hölle? Ich kann einfach keine Wohnung finden. Okay. Kommt zurück. Mehr Zuwanderer. Ach du Scheiße, was passiert denn da? Gar nicht so leicht gerade. Sehr anspruchsvoll, die Leute. So, aber die Brauereien arbeiten jetzt auch schon mal. Machen Bier. Die Verehrungen in der Stadt Osiris dem Herrn des Nilflut entgegenbringen, wurden den Bewohnern registriert. Sehr schön. Aha. Oh wow, wir brauchen noch ein Warenlager. Na, hier entwickelt sich jetzt auch gerade alles weiter. Sehr schön. Apotheker könnte ich noch gebrauchen, genau. Polizei habe ich ja auch noch nicht. Kommt da rein. Ja, schön. Die Stadt entwickelt sich weiter. Sogar sehr rasant. Gute ist, es müssen ja auch nicht alle den höchsten Rang haben. Ich kann ja hier auch wirklich so eine Slumstadt haben. Wenn die Gegend attraktiver wird.
Ich habe eine Idee. Aber ich muss jetzt gerade erstmal dafür gucken, dass ich mich nicht mehr weiter verschulde. Oh, Dorfpalast! Scheiße! Wir sind hart verschuldet. Noch nicht. Naja, wir sind auf jeden Fall bei 18 Leben. Ah, und da fing es an. Ich habe kein Geld mehr. Scheiße, hätte ich nicht mal darauf achten müssen. So, jetzt kann ich im Steuerbüro wenigstens Geld anfordern. Ja, das ist richtig. Da arbeite ich jetzt dran. Unsere Stadt hat System. Unsere Stadt soll schöner werden. Es waren dann schon wieder sehr viele Leute weg. Die entwickeln sich auch mal hoch und runter, yay. Die Gegend muss attraktiver werden. Okay.
Gut. Ich baue noch mal mehr Kirchererbsen an. Und lege hier noch mal einen Zug an. Maximale Auslastung. Ein lokales Magistrat und ein Gericht. Ja gut, das kriegen wir ja wohl hin. Danach muss ich auch Geld sparen. Gericht. Stopp. Ich muss hier was entfernen. Und dann wird da gebaut. Ein Gerichtsgebäude. Natürlich gleich den Nachteil, dass die da das Krieg nicht mehr so schön finden auf einmal. Bildung. Nun, da sie die Stadt wenig aufgebaut haben, ist es an der Zeit, manchen Bürgern eine Ausbildung zu ermöglichen. Schreibschulen können den Menschen nicht mehr unterrichten, wenn es kein Papyrus gibt, auf dem sie schreiben können. Schiffssammler versorgen Papyrushersteller mit den nötigen Rohstoffen. Das Papyrus wird dann direkt an die Bildungseinrichtungen der Stadt verteilt. Unterhaltung. Ja, die wünschen sich Bildung.
Warenlager. Na, hier ist auch gut zu tun hier. Auf den Feldern wird gut gearbeitet. Na schön. So, Papyrus gibt's da oben. Oder da unten. Weil hier wird ein Schiff gesammelt werden. Keine Anbindung an die Straße. Richtig, da. Hersteller. Papyruswerkstatt da. Und ein Warenlager. Da. Haben die keine Religion? Noch abgedeckt mit Religion sind alle. Okay. Dachte gerade schon. Naja, sind schon am Papyrus schnibbeln. So, Dienstleistung. Oder wo ist das dann? Religion? Nein, Dienstleistung, oder? Papyruswerkstatt. Ja. Ach du Scheiße, die Silos sind voll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwann, aber nicht so schnell. Prozent Arbeitslosigkeit, holt die Schreiber da rein. Nehmen wir eine funktionierende Schreibschule. Übersehe ich da? Ach, da!
2 Stück. So, jetzt kommen wir zum Handel. Nun, da es Ihnen gelungen ist, einen Teil Ihrer Bevölkerung Bildung zu ermöglichen, möchten Sie vielleicht zusätzliche Einnahmen erzielen, indem Sie überschüssigen Papyrus an benachbarte Städte verkaufen. Außerdem müssen Sie Ziegel aus Petroid importieren, um die heilige Mastaba-Grabkammer zu bauen. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf das Symbol der Weltkarte, um zu sehen, welche anderen Städte es in der Weltkarte gibt. Okay. Kauft Papyrus. Okay. Verkauft Ton, Töpferwaren und Bier. Und die verkaufen Ziegel. Okay. Dann werden wir als erstes anfangen, mit Papyrus zu verkaufen, würde ich sagen. Weltkarte. Bestätigen. Eine Landroute. Nochmal verschulden darf ich mir nicht. Sonst habe ich ein Problem. So. Ja, betreten Sie die Weltkarte. Achso, weil ich noch zu dem anderen Handelsbeziehung aufbauen muss. Ich habe gerade nicht das Geld dafür. Ich muss erst Geld haben. Hm, wie funktioniert denn Handel sonst? Ziele, Stadtkarte. Ja. Die Stadtkasse ist mal wieder leer. Es ziehen noch wieder mehr Leute in die Stadt. 11%. Ja, ich weiß, mein Kreditrahmen. Steht kein Minus dran. Ich verliere zwar Geld, aber ich verliere halt nicht so viel. So. Weltkarte, Aufsehen, Spezialisten, Meldungen. Enzyklopädie. Nebenbei eine coole Sache. Weltkarte. Die Weltkarte zeigt Ihnen andere Zahlen sowie andere Städte an. Sie können Sie Ihre Erhöhung der Handelsrouten an andere handelswilligen Städte bezahlen. Um eine Handelsroute einzurichten, klicken Sie auf die Stadt, mit der Sie Geschäfte machen möchten. Okay, wenn Sie eine Handelsroute eingerichtet haben, müssen Sie dem Aufseher des Handels noch einmal mitteilen, welche Route und welche Waren Sie ein- und ausführen möchten. Sie können niemals dieselben Gegenstände gleichzeitig importieren und exportieren, das ist klar. Okay. Aufseher. Monumente, Aufseher Militär, Gesundheit, ich denke da. Nein, nicht importieren. Exportieren. Machen wir es mal 100.
Ja, ich muss erstmal Geld haben. Okay, ich muss erstmal Geld haben, bevor ich anfange, Ziegel zu importieren. Mensch, ich weiß, ich will das ja auch nicht. Jetzt sollte ich beim nächsten Mal ein bisschen minimalistischer arbeiten. Eine Töpfer statt eine Lehmgrube. Lebensmitteltechnisch sind wir versorgt. Kichererbsen können wir uns totschmeißen mit. Es gibt hier jeden Tag Falafel. Jeden Tag. Morgens Falafel, mittags Falafel, abends Falafel. Falafel Auflauf. Falafel Smoothies. Falafel Kekse. Das ist wie bei Terry Pratchett mit Conan dem Barbaren. Ist alles aus Pferd, Pferdesuppe, Pferdegulasch, Pferdeshakes, Pferdekekse. Bah, wir machen alles aus dem Pferd. Okay, die sammeln schon Schilf an. Ich muss eigentlich noch eine Schreibwerkstatt errichten. Prozent Arbeitslose. Kulturwertung 15. Das wird jedes Mal kommen, sobald ein Monatswechsel stattfindet, glaube ich. Aufseher des Handels. Weiß halt aktuell nicht, ob ich das jetzt noch so in der Form retten kann. Die Silos sind voller als voll. Und wir könnten auch schon inzwischen eine größere Bevölkerung satt bekommen. Jetzt kommt das Minus. Wir haben schon die nächsten neue Zugänge. Ja, ich weiß. Ich kann noch mehr Einwohner gebrauchen. Was für eine Monsterstadt da gerade entsteht, ey.
Nach langem Kampf hat König Ahas... Nein! Ja, ich bin verschuldet. Ich kann die Route nicht öffnen. So eine Scheiße. Ich verschuld mich gerade nur noch weiter. Mal schauen, wann sie sauer werden. Was ist das denn? Ja, Leute, ich mache das jetzt einfach. Ich speichere an dieser Stelle. Neuer Spielstand. Mal sehen, was das wird, nenne ich das. Spielstand erstellt, Spiel gespeichert und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf. Ich brauche eine kleine Pause von dem Spiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.